Ja, herzlich willkommen zurück zu The Division 2. Heute auch mit der neuen Folge wieder mit dem Mauri und dem Phil. Ja, die letzte Mission fand ich ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Doch, hat Laune gemacht. Genau, und Phil, du hattest eben was gesagt von wegen, es gibt eine relativ coole Nebenmission. Genau. Mit ja. Hunter irgendwas. Warte, welches? Hier unten ist so markiert. Ruf der Freiheit, das ist ein Safehouse. Der East Mall. East Mall. Studien haben gezeigt, ja, da unten, okay. Mal zum Dark Zone Eingang hinporten. Sogar relativ. Ja, genau, dann reise ich da mal runter hin zu dir. Dann spielen wir gerade ein bisschen durch die Map. Scheiß Erkältung momentan, ey. Also mich alle drei gerade ziemlich angeschlagen. Der Virus hat uns auch befallen. Ja, das stimmt. Aber ja, wenigstens ist es gutes Wetter draußen. Das stimmt tatsächlich. Also jetzt in den letzten Tage war traumhaft. Ich kann das zwar nicht wirklich ausnutzen, weil ich nichts zu tun mit der Kniescheibe habe, aber... Oh, was hast du gemacht? Ich hatte einen Fahrradunfall. Selber verschuldet oder... Nee, war nicht meine Schuld. Aus? Ja, das Tor ist zu, weil er die Mission nicht gemacht hat. Ach, scheiße. Welche Mission? Die Dark Zone Aufklärung. Da jetzt kommen wir hier gar nicht raus, oder was? Das heißt, wir müssen wieder... Müssen wir zu dem American History Museum porten. Das liegt über uns, das ist ein bisschen. Was für eine Kacke, ey. Shit. Badum. Ja, das ist, weil wir direkt an den Dark Zone eingegangen sind und du die Aufklärungsmission da noch nicht gemacht hast. Ja, weil ich Dark Zone... Ich mach die Dark Zone tatsächlich noch nicht, wenn ich nicht voll levelig bin, zumindest ich die Story durch hab. Ja, ist ja nicht so schlimm. Müssen wir halt ein bisschen über die Karte reisen jetzt. Soll auch mal vorkommen. So. Punkt ist eh markiert, sind aber auch nur 160 Meter. Daher. Fläche vorne. Ja, genau, daher gibt's eigentlich tatsächlich. So. Alter, wie runtergekommen das alles hier aussieht. Ja, gut, die Natur holt sich auch die Gegend zurück, ne, wenn da der Mensch die. Oh, Leute, ey, diese Zwischentipps, okay, GPS, als ob ich das nicht wüsste mittlerweile. Und ich habe Teil 1 gespielt, ja. So, ich glaube nicht ganz vollständig in der Aufnahme, aber privat. Sie müssen alle Informationen über dieses Institut aus dem Landwirtschaftsministerium sichern. Die Daten dürfen nicht in falsche Hände geraten. Jetzt bin ich auch ein bisschen vom Level höher. Ah, schön, LMG. Gib ihm. Ja, ich liebe. Schuss rein. Ich liebe das auf jeden Fall. Oh, LMG ist es nicht, aber ich bin tatsächlich Fan von LMG, einfach drauf und voll das Magazin drauf. Er wird bestimmt Zerstörung spielen, wenn er LMGs mal. Rollst du um? Du weißt bei dem Baum da, oder was? Viel Lärm, viel Wumm. Die haben richtig Wumms. Ja, wie gesagt, wenn wir alles zu dem Zeitpunkt dann mal kurz eben erklären, oder beziehungsweise nicht erklären, wie da das hat. Bienen oder was? Stimmung gefunden. Gegenstand entdeckt. Nee, ist einfach hier so ein Labor. Elektronisches Gerät erkannt. Tada. Boah, Alter. Ja, meine Nase ist auch gerade komplett zu. Vor allem ist es immer so schlagartig, so komplett. Ja. Ich will auch kein Nasenspray nehmen. Ich hasse das Zeug. Ja, ich hätte schon eins, aber. Hab ich noch welches? Ich glaube, jetzt kann ich euch wieder welches hab. DC-62 erkannt. DC-62 erkannt. Jo. Zugriffspunkt erkannt. Zugriffspunkt erkannt. Ich hörte eine Kiste. Toxische Dämpfer erkannt, die zu schweren Atemproblemen führen können. Ja. Wunderbar, haben wir gerade auch. Oh, und hab. Ah, hier ist so eine Kiste noch.
Altschrott plündern. Weg damit. Ist schwächer als das, was ich aktuell drin habe. So. Sie betreten einen kontaminierten Bereich. Die vorläufigen Testergebnisse. Die Wissenschaftler haben wohl mit zahlreichen Sterilisationsmitteln versucht, die Toxizität zu mindern. So, ein paar Stahlträger in die Tasche stecken. Ja, das sieht aber so aus. Das Gebäude verlassen, war es das schon? Ja. Ich dachte, man hätte ein paar mehr Gegner und alles rum und dran. Ja, nee, nicht. Ja, hier kommen uns jetzt welche, aber. Also oben. Wir nehmen es uns sicher relativ. Wir sind immer relativ schnell fertig. Gute Arbeit, Agent. Das sind ja nur ein bisschen die Story untermalen quasi. Okay. Achso, die gehören auch dazu. Ja. Ansonsten auch welche. Karabums. Karabums. Level 29 bis jetzt, ja? Und Level 29, ja. So, einer noch. Das klappt mit dem Hunter. Na dann. Auf. Waffe wechseln kurz. Was probiert ihr da oben jetzt gerade? Du musst die Fenster in einer bestimmten Reihenfolge treffen. Ah, okay. Oh, shit. Dann sollte eigentlich ein Hunter erscheinen. Also ein ziemlich schwerer Gegner, oder was? Mhm. Quasi auch ein... Ich weiß auch gar nicht, wie spät es ist in Gamezeit. Und vor, naja, zu früh. Schade. Da vorne ist ein Kontrollpunkt. Theoretisch könnten wir den noch machen. Dann schaffen wir das doch. Oh, lecker, lecker. Mein Schatz. Aber Träume sind geil. Oh, der ist unter uns. Der ist im Untergrund. Ey. Aha, okay. Die Metro-Ruinen. Da oben steht sie. Den nimm den. So, einmal kurz mit der Suchermine. Die Vorarbeit geleistet. Angeklopft, hat er gesagt. Geht dir denn hier die Munition aus? Nö. Mit uns? Als
Typen. Na, wo sind sie denn? Da hinten, gegenüber. Ja. Oha, dieses LMG da hinten nicht. Leider ist, wenn du den Besitzer dazu tötest, schießt das LMG auf die eigenen Leute. Oh, Metro-Ruin eingenommen. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Ach, der Nachschubraum. Der ist da hinten auf der anderen Seite, glaube ich. Oh, der Officer. Was will denn hin? Hey, bleib hier. Hey, bleib doch stehen! Mann. Ey, was mal. Wenig. Der geht voll rum bei mir. Ich glaube, der will unsere Sachen einfach nicht. Hörst du mich jetzt? Okay. Nee, der Officer hier quasi. Weg mit dem scheiß Scharfschützgewehr, das brauchen wir auf jeden Fall. Nee, das können wir nicht. Warte mal, Gott, anlegen. Ich will das gar nicht anlegen. Doch, das kann man legen. Will er jetzt unsere Sachen vielleicht? Ja, jetzt will er unsere Sachen. So, jetzt muss ich wieder Charakter halb umbauen. So, der kann auf jeden Fall nichts mehr tragen, der tut. Du wirst jetzt wahrscheinlich noch zwei Nebeneinsätze oder so machen müssen, dann wirst du Level 30 sein. Zwei oder drei. Hier vorne ist sogar direkt, was heißt hier vorne, am Monument. Einer. Ja, gucken wir gleich. Wir haben reichlich Vorräte. Brauchen wir das, brauchen wir nicht. Irgendwie sieht das komisch aus, wenn die Karte so leer ist. Bei mir ist alles rot und was weiß ich.
Wir sind gut versorgt. Gut. Machen Sie ein paar Arschlöcher für mich platt, ja? Jo, machen wir. Gut, dann sind wir hier soweit durch.